Bum, ba, bu, ba, ba, bum, ba, bum, bum, ba, bu, ba, ba, bum. Hallo? Ja, hallo und willkommen zurück zu Luigi's Mansion 2, Part Nummer 3. Ja, im letzten Part haben wir uns noch ein bisschen genauer in der Villa umgeguckt und hatten auch unseren ersten, ja, oder eher gesagt, wir hatten zuerst unseren Strohblitz hier geholt, den ich übrigens ja in der letzten Folge auch noch gelesen habe, dass man den aufladen kann. Und dass wir dann unseren ersten Kampf hier hatten. Warte mal, mit dem Aufladen muss ich nochmal kurz gucken. Okay, das kann man auf jeden Fall richtig krass aufladen. Ah, okay, das ist das gemeint. Ich hatte ja nur so kurze Blitze gemacht. Also das kann man dann zum Beispiel nutzen, wenn man ausweicht. Und dann halt wohl mehrere Geister treffen kann. Ja, damit treffen. Ja, und da werden wir uns mal ein bisschen umgucken hier. Was hier so holterdipoltert, gell? Na? Oh. Oh, ganz viele Geister. Okay, verstehe. Dann ist es ja gut, dass ich ja... Achso, ich merke es gerade. Ich kann mich nicht umdrehen, wenn ich hier das auflade. Na? Vor allem ist natürlich auch die Frage, ob man mehr Münzen von ihnen bekommt, wenn man... Ja, wenn man sie halt... Na? Wenn man mehrere einsaugt, wollte ich damit sagen. Na? Ich bin noch ein bisschen unsicher, also gerade ist das noch so eine Übungsphase in dem Sinne, gell? Ich würde schon ganz gerne mal mehr als einen einsaugen, aber okay. Scheint wohl noch nicht so ganz zu gehen. Ja, nee, nee. Und man soll wohl ja, ausweichen können, während man halt na komm. Während man halt saugt. So, und zwar. Ja, seht ihr, wenn ich jetzt auf B drücke, dann springt Luigi so komisch. Und so sollte man dann wohl anderen Attacken ausweichen, wenn sie einen... Ja, wenn halt einen anderen Geist angreifen. Okay, wie geht es hier dran? Na, hallo? Famos gemacht, Luigi, geradezu geistreich. Geistreich, du verstehst schon. Ja, ich bin ruhig. Da fühlt man sich doch gleich wieder wie früher, nicht wahr? Na, das reicht ja auf jeden Fall fürs Erste. Ich hoffe, ich hole dich in den Unterschlupf zurück. Ich wollte mich aber noch umgucken. Bin ich ganz ehrlich. Wohl gefeiert. Ich hatte ja erst schon... Ja, ich hatte ja erst schon überlegt gehabt, ob ich... oh, bin ich seit der Gute klar. Da kannst du jetzt ein paar... fast eine Stunde reinrechnen, ja. Weil ich ja mich umgeguckt habe. Hier eine halbe Stunde. Weil es gab noch andere Sachen, die ich noch hätte machen können. Das scheint wohl Bronze zu sein oder sowas. Luigi denkt, oh ja, ich bin fertig. Weil es gab ja noch außerhalb der Villa noch Sachen, wo man saugen konnte. Und da wollte ich eigentlich vorher nochmal hin. Aber das hätte ich jetzt eh nicht mehr machen können, als wenn ich es gewollt hätte. Okay. Und jetzt halt die Überlegung, ob ich halt 100% spiele oder nicht. Ob ich halt die Mission dann nochmal spiele, sage ich mal. Und... Oh, da gibt es sogar jede Menge gefunden Juwelen. Ich zeige es mal ganz kurz, damit man das einmal gesehen hat. Und zwar hier unten sieht man halt jetzt noch die Bestleistung bisher halt, klar, insgesamt. Und gefundene Juwelen. Also entweder ist das alles nur für diese eine Mission gedacht oder über das ganze Spiel. Und das wird natürlich jetzt doppelt lustig. Ich muss erst wieder gucken, dass ich hier genau mittig bin, weil ich habe gerade keinen passenden Rand. Wird wieder weggezaugt, okay, alles klar. So, weil, ja, gerade bei dem dunklen Bildschirm ist es immer ein bisschen schwierig mit dem, ihr wisst ja, mit dem Einstellen der Höhe. Na? Aber das scheint ja eher hier der Ladebildschirm zu sein, gell? Wer es mal so genauer nimmt, genau. Immer solche trickreichen Ladebildschirme sind immer die besten. Jo! Du bist wieder zurück, unversehrt, und alle Voxel noch daran? Ja. Wunderbar gemacht, mein Guter. So setzen wir den Tohubabohu ihm nur ein Ende. Dann schauen wir mal, was du mit dem Schreckweg 0915 so alles aufgesaugt hast. Und ja, das ist der echte Name. Also so halt schon vom Luigi's Mansion für den Gamecube. Ich war mir nur irgendwie total unsicher wegen den Zahlen. Ja? Ja, komm, geh mal dran da an das Ding. Da fragt man sich, was ist der stärkere Sauger, gell? Und was hat er jetzt gesaugt? Das Geld oder was? Ah ne, die Geister, die ich eingesaugt habe, stimmt ja. Neue Geister gefangen. Masse in Wunzen, 2W. Okay, ich habe keine Ahnung. Reichtümer, okay. Ach so, wir sammeln einfach generell und dann kriegt man
Was, freigeschaltet? Okay, alles klar. Oder zählt das nur für die eine Mission? Ich möchte gerade nochmal reingehen und mir das erste Level nochmal angucken, damit ich halt wirklich alles mache. Aber da waren ja noch ein paar Sachen, wo ich noch nicht dran kam, gell? Fabelhaft, ich muss diese Geister sofort gründlich studieren. Bitte, wo dieser Schlauch gerade eben hinführt? Na ganz einfach, alles was du sammelst, landet unten in meinem super sicheren Git-Speicher. Anstatt Geldspeicher, Git-Speicher oder was, ne? Schau ruhig mal vorbei, im Speicher findest du allerlei nützliche Informationen. Ach, man kann da sogar hin, okay. Jeder Geist wird akribisch von mir beschrieben. Überaus wichtig für den wissenschaftlichen Kanon. Zur Bestimmung dieser Masse hilft mir eine besondere Einheit, die auf Erdgeister gesichert ist. Die Was für Wörter hier? Die Igitsche Wichtelunze, okay. Kurz Wunze, okay, gut. Wunze, damit kann ich schon anfangen. Oder auch schlicht W, Famous Luigi, nicht wahr? Ja, irgendwie halt Wunze, halt. Einfach Wunze. In zwei Wunzen. Die ganze Welt wird einmal das Gewicht von Geistern in Wunzen messen, da bin ich mir sicher. So, dann will ich die Gruselvilla mal flux auf Paranormalitäten und derlei Phänomene analysieren. Der Goomba soll mich holen, wenn das Finstermondstück nicht dort irgendwo versteckt ist. Okay, ich habe hier eine. Ja, ich würde jetzt am liebsten gerade nochmal reingehen. Irgendwie will ich am liebsten gerade nochmal reingehen, nur um zu gucken, damit man das mal gesehen hat. Mal ganz kurz gucken, ob halt der Bischen auch wirklich noch gerade ist hier, vor lauter. Ja, alles klar. Ich habe halt nur so ein kleines Digicam-Fenster und das ist halt ein bisschen anders, als wenn ich jetzt hier aufnehme normal. Komm, wir gehen nochmal rein, nur was gehen haben. Na, wer wird denn gleich vorher müde? Ach, das kann ich überspringen. Was habe ich eben drücken müssen zum Springen? Start, ja. Jetzt würde ich dich selber erklären, wie beim ersten Mal schon, ja. Einfach, ich möchte halt einfach nur mal wissen, ob man jetzt das alles nochmal machen muss oder ob das halt jetzt wirklich, ja. Ne, wir fangen ja schon mit dem an, okay, also wir können hier schon saugen, okay. Einfach mal kurz ein bisschen geblitzdingsen hier, gell. Geh weg, du komischer Vogel. Na du? Ist natürlich die Frage, ob man die auch, man kann! Oh, okay. Das wird lustig, wenn man das auf Highscore spielt, aber gut, mache ich ja nicht. Ich wollte mich halt hier generell mal ein bisschen umgucken wegen den anderen Sachen, die man vielleicht so saugen könnte, gell? Also musst du ein bisschen durchgucken, was das, was es mit dem Saugen generell hat. Na, Blume, kann ich dich einsaugen? Irgendwie macht der Staub aber komische Geräusche. Ah! Oh! Was ist da weggeflogen? Also doch! Alter, nur in dem Gebiet gibt es so viele Kristalle, okay. Was ist da los? Was sehe ich denn da? Wieso soll ich das überspringen? Das habe ich doch gar nicht gemacht. Du sammelst Juwelen, mein Lieber. Das lobe ich mir. Jeder dieser Klunker ist ein Unikat und enorm wertvoll. Vergiss nur nicht, dass du neben der Juwelenjagd auch Aufgaben zu erfüllen hast. Du kannst all deine Kleinode später hier im Git-Speicher bewundern, ganz umsonst. Okay, also ich muss. Deswegen war auch der sehr komische Kristall im Aquarium, gell? Also sollte man dann nach dem Durchspielen sowieso noch. Also, was heißt Durchspielen? Nach dem hier normalen Spielen hier sowieso noch mal reingehen, damit man diese ganzen Sachen einsammelt. Dass die auch immer woanders hinfliegen, die Münzen, gell? So, da oben ist auch noch mal einer. Also man merkt schon, man muss hier schon ein bisschen überlegen, was man macht. Also mit Abblitzen und alles, gell? So. Da brauche ich natürlich auch nicht zu wundern, warum man keine 2000 zusammenkriegt, wenn man hier... Ah, achso, das geht weg. Da sind Goldbarren drin, auch gut. Ui, die sind gut was wert, 20 Stück. Alles klar. Also merkt schon, es lohnt sich auf jeden Fall nochmal reinzugehen. Also werden wir wohl öfter das einmal reingehen. Kriege ich das durch Daumen auf? Nein. Damit man halt auch ja nichts verpasst in dem Sinne. Das sind ja wieder die Geister, gell?
Und was haben wir hier Feines? Na komm, ich drücke mal den falschen Knopf. Oh. Ganz viel Cash. Nicht wegfliegen. Jetzt ist die weg. Okay, na gut. Ich denke mal, für die Extremkomplettierungsspieler wird es natürlich doppelt interessant. Wenn man hier wirklich 100% alles einsammelt, aber das möchte ich jetzt nicht unbedingt machen hier im Let's Play. Okay, alles klar, dann gehen wir mal rein. Na, ich drücke immer falsch Knopf, wie gesagt. Man ist halt irgendwie gewohnt, auf A zu drücken, gell? Hä? Ach so, ich sehe gerade unten, ich muss mir das erst angucken hier, oder was? Ah, okay, ich muss mir das wirklich erst angucken. Dann hätte ich ja noch gar nicht durch die andere Tür gekonnt, weil... Ich bin gerade ein bisschen am Überlegen, aber okay, ja. So, das habe ich gesehen. Und jetzt kann ich jetzt wieder durch die Tür. Da ist die Maus, okay, alles klar. Ich glaube, man hätte wirklich erst ans Fenster gehen müssen und dann wegen der Maus, gell? Ah, man kann sie sogar... Ah, okay, man kann mit dem Licht... Ja gut, das habe ich auch vorhin beim Vogel gesehen, gell? Okay. Was eigentlich mit der hier? Kann man da eigentlich irgendwas machen an dem? Nicht unbedingt, gell? Nee. Okay, alles klar. Ja gut, dann werden wir halt wohl den Part hier nochmal nutzen, um uns nochmal genauer hier durchzugucken. Das war dann beim ersten Mal erst so eine, wie soll man sagen, Kennenlernrunde in dem Sinne. Kann ich dann jetzt eigentlich das hier beleuchten? Warte mal. Nee. Aber irgendwas wird es dann wohl sein, denke ich mal. So, einmal weg hier. Und da waren wir ja auch noch nicht drin, deswegen. Deswegen meine ich ja, dass man halt hier wirklich viel verpasst hat. Na komm. Und ja, dadurch kann ich auch gleich dann noch so ein bisschen die Steuerung üben. Na komm. Also vielleicht spiele ich nicht unbedingt auf Highscore. Aber vielleicht versuche ich zumindest mal in jedem Level irgendwie die gewollte Punktzahl zu erreichen. Also bei dem Level ist es ja hier 2000. Und ja, dann, wie gesagt, ich mache das erstmal an diesem ersten Level hier fest. Und dann gucken wir einfach uns das Ganze an. Hier muss ich drauf stehen bleiben, gell? Okay. Eieiei, so viele Münzen hier. Aber ist dann der Knochen da wieder drin, oder? Warte mal. Ich meine, ich spiele nicht auf Zeit. Ich spiele nur auf... Okay, der ist ja wieder drin. Also brauche ich den definitiv, um hier irgendwie weiterzukommen oder so? Keine Ahnung. Und das hat ja angefangen zu brennen, wenn ich hier... Ja. Na gut, dann gehen wir einfach mal da rein. So. Ach so, von da aus kommen wir wohl in den Garten, gell? Ah, alles klar, alles klar. Vielleicht soll ich auch mit aufladen, die ganze Zeit hier zu spielen. Dass man, sollte irgendwo ein Geist erscheinen, dass man ihn dann wegblitzt. Oder Gegner, je nachdem, gell? Na du? Okay, wie kriege ich den ja oben runter? Ich müsste wohl einfach nur saugen, oder? Ja, okay. So einfach geht's doch. Okay, alles klar. Das war sogar als erster gedacht. Okay. Was ist das hier eigentlich? Soll das... Keine Ahnung, was das sein soll. Vielleicht irgendwelche Büsche, irgendwelche eckigen. Natürlich, ich mach das auf und es geht wieder zu, gell? Natürlich. Wo ist eigentlich der Hund jetzt? Ist der eigentlich komplett weg jetzt oder wie oder was? Ich dachte jetzt eigentlich, dass man den hier irgendwo finden kann, aber da ist er ja direkt abgehauen. Na gut, dann gehen wir mal. Kann man da oben was machen? Nee. Was ich übrigens auch wieder frage, wenn ich gerade die Pflanzen hier so sehe, ob es dann die Möglichkeit gibt hier vielleicht, wie soll man sagen, dass man hier vielleicht irgendwie wieder Elemente kriegt, dass man dann vielleicht auch wieder gießen kann und Co. Wegen Wasser und Feuer und Co. Das Ding piepst jetzt die ganze Zeit, okay. So, alles klar. Dann gehen wir nochmal hier rein, weil wie gesagt, ich möchte mal gucken, was passiert, ob ich die 2000 Münzen zumammenkriege. Zumindest weiß ich zumindest dann grob, dass man halt dann, dass ich wirklich die, Parts ein bisschen länger werden lassen muss, eventuell, je nachdem, ob ich halt,
in einem, ob ich halt die Session beende oder nicht. So, und die Schlüssel brauchen wir ja auch wieder, haben wir auch wieder festgestellt. So, alles klar. Jetzt ist nur so die Sache, was man groß davon halten soll, so ein bisschen. Weil ich bin normalerweise jemand, der halt wirklich Sachen lieber komplettiert. Und hier sieht es halt eher so danach aus, dass man halt nicht unbedingt jetzt komplettiert, sondern halt doch mehr auf Highscore spielt, gell? Ja. Brauchen wir ja nicht dazu zu labern, na komm. Wissen wir ja schon. So, machen wir das nochmal auf hier. Aber ich glaube, das bleibt einfach nur so offen, gell? Das ist nichts Besonderes jetzt in dem Sinne. Okay. Dann waren wir hier fertig, gell? Also hier gab es ja ganz viele Münzen, gell? Yay! Aber richtig viele. Na komm, sammeln alles ein. Ich glaube, hier ist es auch ein bisschen fairer gestaltet, also wie die Länge von den, also wie lang die halt liegen bleiben, die Münzen. So. Das können wir hier auch wieder wegdrücken. Kennen wir alle schon. So, und hier habe ich auch noch was gesehen, und zwar hier rechts. Seht ihr das? Da ist auch wieder so eine Ecke. Na, weg damit. Da kriegt man auch wieder ein bisschen was, gell? So, okay. Achtung. Ansonsten war hier, glaube ich, nichts Großartiges, ja. Also man kann es schon zwar schon dran rütteln, aber die, die hauen die dann trotzdem zu am Ende. Hä? Achso. Ja, ich habe den Schlüssel im Hunderaum vergessen, gell? Und was schreibt ihr mir hier jetzt? Diese Tür kannst du nur mit einem Schlüssel öffnen, mein Lieber. Geister verstecken Schlüssel für ihr Leben gern. Geh doch mal in die ganzen Zimmern durch und such alles gründlich ab. Drücke dabei auch X und B, um nach oben und unten zu spicken. Okay, verstehe. Ich renne schnell. So. Also heißt es dann wohl, wenn ich das Ganze dann, also bei den nächsten Folgen, dann muss ich halt wirklich noch genauer spielen, damit ich halt nicht unbedingt, ja, hier war das ja, dass man halt Sachen nicht dreimal machen muss. Aber gut, das ist halt blind. Wenn ich halt dann Level 2 oder 3 mal machen muss, dann gehört es halt doch schon ein bisschen dazu. Was war das eigentlich da oben hier in der Ecke? Also die kann ich ja jetzt auch wegblitzen, gell? Okay. Hier oben war was in der Ecke. Achso, seht man da, das sind auch noch Münzen. Also ich glaube, wenn man da wirklich jede einzelne Münze finden will, dann muss man sich da wirklich sehr gut umgucken, gell? So, jetzt aber. Rein da nochmal. Dann werden wir dann auch wohl nochmal gegen die Geister kämpfen müssen, gell? Wenn ich mal das so überlege. Ja, verstehe. Gut, dass man die Zwischensequenzen alle wegdrücken kann, dann braucht man sich das nicht nochmal alles geben. Und hier war ja auch noch so eine Drehtür. Und was das hier ist, weiß ich immer noch nicht. Das sah halt schon... Ich glaube, es soll einfach nur ein Farbbild sein und dann ist es ein Schwarz-Weiß-Bild, weil da irgendwie so ganz komische... irgendwas drauf ist, keine Ahnung. So, also hier kommt man nicht rein, okay. Jetzt ist natürlich die Frage, ob man überhaupt reinkommt oder ob... Da geht auch noch nichts. Ich glaube sogar, dass es doch nicht so klug war, hier nochmal reinzugehen in dem Sinne, gell? Oder dass man halt wirklich immer nur stückchenweise reingeht, um die Edelsteine zu finden, oder so? Ich weiß es nicht. Ich versuche gerade zu überlegen, wie ich das Ganze in den zukünftigen Parts machen werde. Weil momentan sieht es ja eher danach aus, dass ich hier noch nicht alles machen kann, gell? So, dann bin ich wegfliegt, alles klar. Weil ist natürlich auch die Frage, wie komme ich hier rein, gell? Warte mal, vielleicht ein bisschen stärker leuchten, gell? Das macht den Fisch nichts aus, okay, alles klar. Und hier kam ich auch nicht rein, gell? Weil die Villa ist größer. Also unten auf der Map zeigt mir das noch ein paar Räume an, aber hier scheint es irgendwie doch nicht so ganz... Ja, doch nicht so ganz möglich zu sein. Natürlich auch die Frage, ob man das hier machen muss mit dem, dass man halt jetzt hier das Teil nochmal holt und Co. Oder ob das am Ende dann wirklich einfach nur rein optional ist.
Also jetzt, nachdem man es halt schon mal gesehen hat, meine ich damit. Hm. Ja, aber gut, wie gesagt, ich nutze halt diese Folge jetzt mal, um um dahinter zu kommen, was man alles beachten muss. Gucken wir nochmal hier nochmal genau. Also hier scheinen irgendwelche Zahnräder an der Wand zu sein, gell? Also scheint da irgendwas zu fehlen oder so? Keine Ahnung. Hm. Rein da. Aber wenn es nämlich danach dann wieder aufhört, dann ist natürlich eh wieder vorbei, gell? So. Oben an der Lampe kann man nichts bewegen, okay. Also macht das auch, glaube ich, gar keinen Sinn, wenn ich jetzt noch weiter versuche, hier genug Münzen zu sammeln. Weil ich am Ende dann eh... Achtung. Weil ich dann am Ende eh dann nochmal rein müsste, gell? Bis ich vielleicht irgendwie alle Sachen freigeschaltet habe oder sowas, gell? Jetzt sind wir wieder. So dämlich eigentlich. Ja gut, dann wird halt die Folge ein bisschen länger. Dann mache ich das hier noch fertig mit den Geistern. Luigi. Ach, das geht auch. Achso, stimmt, das hatten wir ja beim letzten Mal schon gemacht, ja. So. Und da kommt auch hier eine Menge Reis raus. Alleine wie das aufgebaut ist, so als versteckter Schalter in dem Sinne, gell? Kann ich eigentlich da einfach nur wieder dran, dass er dann wieder in die andere Richtung kommt? Okay, alles klar. So. Na, Herr, du böser Geist. Du Duschen da. Ja, guck mich nicht an. So. Und hier könnte man auch nichts mehr machen. Großartig, gell? Das war ja nur, dass ich das halt irgendwie rütteln könnte oder sowas. Nee. Okay. Dann gibt es hier wieder Geisterjagd, natürlich. Wir wissen jetzt schon, dass wir das Ganze aufladen können. Na, wo ist der nächste? So. Ist auf jeden Fall gut gemacht, dass man halt wirklich schon ganz kurz, also nur kurz drücken und schon hat man die Geister. Das war ja bei Luigi's Mansion für den Gamecube ein bisschen schwieriger. So, dann gehen wir halt mal da rein, gell? Und danach dürfte das dann auch schon wieder vorbei sein, gell? Na du? Ich würde schon mal gerne mal gucken, dass ich mehr als einen bekomme. Na? Ja. Und dann kriegt man wirklich mehr. Definitiv mehr. Also man hat es gesehen, normalerweise kriegt man immer nur so ein, zwei Münzen, aber... Na? Aber dann kriegt man halt gleich so ein Bachen und alles. Okay. So, und jetzt müsste er eigentlich vorbei sein, gell? Wenn er mir jetzt hier nochmal quatscht und so. Na? Ja, der lässt mich hier dann nicht mehr weiterspielen. Okay, also es macht noch keinen Sinn, nochmal zurückzugehen. Das ist dann gut zu wissen. Okay. Zumindest kann man dann jetzt nochmal sehen, ob die ganzen Münzen, die wir eingesammelt haben, ob die jetzt zum Gesamten dazuzählt oder einfach nur als neuer Highscore, sage ich mal. Der Knochen zählt auch irgendwie als Reichtum, gell? Achso, das waren Sterne und jetzt habe ich drei von vorher ein. Okay, alles klar. Okay. Und sind wir wieder raus teleportiert. Rausgeboxelt, gell? So war das ja. Okay. Wie gesagt, zum Kennenlernen. Das ist ja auch die erste Aufnahmesession von mir. Ich mache immer drei Folgen. Bis zur nächsten Woche dann wieder. Und dass wir das dann halt gesehen haben. So, das muss ich mir jetzt glaube ich nicht nochmal angucken, oder? Das kennen wir ja. Du bist ja wieder zurück und verliert Wockel dran, bla. Gut, das gucken wir uns nochmal an. Wie gesagt, das wollte ich ja sehen. Ob das jetzt extra dazu zählt. Ach ja, doch, müssen wir sowieso wegdrücken, will ich ja gar nicht. Ja, ich finde es schon ein bisschen schade, dass man den nicht irgendwie drehen kann, gell? Mhm. Den kennen wir auch schon. 3W. Und man sieht hier, die werden... Also man kann Level öfters machen und kriegt dann so... Ja, wird dann zusammengerechnet. Okay, alles klar.
Also hat das nichts mit dem Level an sich zu tun. Okay. Fabelhaft, ich muss diese Geister sofort gründlich studieren. Ja, ja, kennen wir schon. Und dann könnte ich mich hier wieder aussuchen, was für ein Level ich mache. Okay, gut. Aber, und da haben wir auch wieder einen besseren Rang. Ich glaube, das ist sogar Gold. Oder ist es Gold? 3 Sterne? Keine Ahnung. Aber gut, dann ja, dann hoffe ich, hat der Part wieder gefallen. Ich bedanke mich dann wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir einen Daumen hoch geben, wenn ihr wollt. Gerne abonnieren, falls ihr mehr von Luigi's Mansion 2 sehen wollt oder von meinen anderen Let's Plays. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao, ciao.